Leute, wir sind mit Klausi zusammen. Wir waren kurz im Baumarkt und heute Morgen kam eine schöne Nachricht, dass ich habe ja einen Vertrag für den Laden, dass da jemand ist, der viel mehr bietet, obwohl ich einen Vertrag habe. Habe ich gesagt, gut, dann mach das so. Dann gibt es den anderen. Handschlag war da, Vertrauensgespräch war da, alles war da. Kann man nichts machen, gehört zum Leben dazu und auf Streit habe ich wirklich gar keine Lust. Wenn er das so machen will, soll er es so machen. Und das haben die im Egelsbach mit mir genauso gemacht. Da war plötzlich jemand, der 5.000 mehr bezahlt. Der hatte das Geld doch nicht. Und dann wurde ich angerufen, ob ich den Laden doch noch haben will. Aber für mehr habe ich gesagt, nein. Ich habe jetzt, das waren sogar drei Monate durch Zeitklasse, habe 3 Monate nochmal Geld verdient. Entweder zu dem Preis, wie wir abgemacht haben vor 3 Monaten oder nicht. Zu denen habe ich gleich gesagt, okay, ich steige aus, ich gönne dir das, obwohl ich einen Vertrag habe, werde ich nicht darauf beharren, den Laden zu nehmen. Ich könnte es locker anfechten, werde ich auch nicht machen. Deswegen, ich suche weiter. Streiten will ich mich mit dem, bringt mir nichts. Jetzt esse ich mit Klausi zum Mittag hier im Wilhelminenhof. Sehr, sehr gut in der Orangerie. Ist auch super Gegend. Die andere Bar übrigens war da in der Nähe, aber da sind zu viele Interessenten. Da reinzukommen ist schwierig. Das ist schon eine Shisha-Bar. Alles schon gehandelt, alles schon gemacht, geplant. Ich habe Leute organisiert, Mitarbeiter organisiert, Maler, Tapezierer, Toiletten wollte ich sanieren. Ich war ja schon im Baumarkt, habe euch ja alles schon gezeigt und erzählt. Jetzt plötzlich kriegt man die Nachricht, dass noch ein Interessent da ist, ob ich mit dem Preis mit aufsteige, obwohl ich einen Vertrag habe. So ist das. So ist das. Ich gehe mal. Gibt's Aglio Olio, bist du sicher, ja. Das nehme ich. Ein bisschen pikant, Parmesankäse. Das esse ich gerne. Oliven, Spaghetti, Tomatensauce, Knoblauch. Und Klausi, was sagst du zu unserer Situation? Das ist hervorragend. Nur ein bisschen besser, ich halte dich mal aus. Ja, Klaus und Patricia ist sichtlich getroffen wie ich. Finden es halt schade, weil wir jetzt so viel organisiert haben, gemacht haben, dass wir eigentlich so hintergangen werden. Ne? So. Ja? Weil da ist ein Vertrag, ich habe hier einen Vertrag. Ich könnte es anfechten, ich könnte Schadenersatz. Ich mach gar nichts, den klar. Ball über flach halten oder was? Ich muss leider umdrehen wegen den Datenschutz. Also in der Richtung werden wir absolut gar nichts machen. Wenn es nicht sein soll, dann muss es halt, sollte es nicht sein. Ne? Deswegen ist es schon okay, wie wir das jetzt so angehen. Wir essen jetzt mal schön. Mit leeren Magen denkt, es ist nicht so gut. Wenn wir satt sind, können wir ja dann gleich besser denken. Dann suche ich halt weiter, bis ich was in der Stadt habe. Und Klausi, was isst du? Ich esse das Spinat. Sag doch in Spanien. Das Wasser habe ich auch gehabt, das ist ganz gut. Dabei. Ja, schön scharf. Ja. Spaghetti mit Aglio Olio. Ja. Südländischer Mensch. Dankeschön. Ich
und Weißwürste. Du bist restig. Wir sind jetzt mit Essen und Klaus ist wieder beim Nachtisch gelandet. Ja. Ich noch beim Espresso. Nee, warum? Grappa. Der Nachtisch, woran erkennt man meinen Nachtisch? Wenn es nicht hängt, dann war es gut. Alles Muskeln. Der Bauch, der ist ja eigentlich ganz glatt. Flach, ne? Ja. Für mich ist er flach. One-Pack. Ja. Sieht toll aus, Klaus. Alles Muskeln, ja? Ja. Alles bezahlt vor allem. Ehrlich bezahlt alles auch noch. Alles bezahlt, ja. Steuern auch bezahlt. Und. Und gehen dann auch bald. Ich darf jetzt nur jugendfreie Sachen sagen, oder? Möchtest du was Perverses sagen? Nein, sowas kenne ich gar nicht. Aber ehrlich, du bist ein Doktor, benimm dich. Ja, das ist halt ist kein Beweis. Wieso? Du hast schon mal ein weißes Oberteil an. Ja, der Klausi. Klausi, Mausi. Haben wir wie viel? Fast 20 Jahre hinter uns, ne? Ich muss mal zurückrechnen. Mindestens mehr. Mehr? Mehr. Stimmt. Mehr, viel mehr. Also ich bin jetzt, ich glaube, 28 Jahre in Rheinheim und ich habe mich kennengelernt im ersten oder zweiten Lehrstuhl. Ja. Wow, fast 30 Jahre mit Klausi schon. Mein lieber Mann. Ja. Und er sieht immer noch fit aus. Ja, ja. Sagst du fett? Fit. Nicht fett. Nein. Fit siehst du aus. Ja. Bin ich auch, solange ich nicht laufen muss, ne? So, so will der Klausi natürlich abnehmen. Naja. Klausi, lass dir schmecken, sieht toll aus. Hast du meinen Grappa auch schon drauf? Ja, Grappa. Espresso. Klausi, ja. Und Mascarpone mit Erdbeeren. Lass nicht aus. Das ist mein Mascarpone-Kuchen. Tja, wie ihr vorhin gehört habt, Klaus und ich kennen uns fast 28 Jahre. In den 28 Jahren will er schon abnehmen, aber in den 28 Jahren hat er Nachtisch noch nie ausgelassen. Das ist auch gut so, denn es schmeckt ihm. Es ist ihm gegönnt. Super. Freue ich mich, Klausi. Sieht auch toll aus. Lass es dir schmecken. Ja. Und ich lasse mir mein Espresso schmecken. Wie liebevoll du das machst. Ja. Ich liebe das auch. Die Zeit in Parma, die werde ich nie vergessen. Das war ja eine schöne Zeit. Ja. Okay. Aber ein Alberto, der fängt sofort an zu heulen, wenn er nicht mehr davon reden kann. Nein. Ja, doch. Süß. Der Junge? Ich habe erst nur einen Kurs da. Zusammen mit meinem Vater. Hey Klausi. Natural Anti-Aging. Guck mal, die Frau kann Anti-Aging. Was wir hier Anti-Aging machen. Okay, hier ist ein Kita, glaube ich. So, Hallöchen, ich bin jetzt im McDonald's. Hab mir so ein Tier geholt. Gleich kommt der Pächter. Und ja, wir reden dann darüber. Und entweder wir einigen uns oder nicht. Normalerweise habe ich einen Vertrag. Wie gesagt, kann er nicht raus, aber ich habe null Interesse an einem Konflikt. Und ist mir egal, wenn es nicht gegönnt ist, soll es nicht sein. Und wir sprechen uns kurz aus. Dann nehme ich meine Anzahlung. Wenn es nichts ist, dann war es das auch für mich. Und ich warte jetzt hier ein bisschen. Ich denke so halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde müsste er da sein. Dann kann ich ja nochmal berichten, wie das ausgegangen ist. Interessante Konstellation. Leider schwach. Trotz Vertrags. Jeder andere an meiner Stelle würde das nicht machen, aber. Wie gesagt, das ist ja nicht meine erste Bar und ich finde schon, das ist kein Problem. Ich bin gespannt, wie das Gespräch ausgehen wird. Also, bis nachher. Es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Ich habe jetzt über 3 Stunden gewartet in der Bar, dann hier bei McDonald's. Und ja, reagiert nicht auf Nachricht und gar nichts. Stehe ich nicht. Wenn er einen anderen Käufer hat, sollte er es eigentlich gerne annehmen. Ich habe kein Problem damit, wenn er jemanden hat, der mehr bezahlt. Ich verstehe jetzt diese Sache nicht, warum er nicht reingeht oder sonst was. Na, Jungs, die ich kenne, warum der jetzt nicht reingeht. Ich habe
Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Vertrag, ich habe alles da. Soll ich mir meine Anzahlung geben? Kann machen, was der will. Was für einen Euro verkauft oder noch teurer verkauft, sei ihm gegönnt. Ich komme hier so viel entgegen. Ich verstehe diesen Verhalten nicht. Keine Ahnung, ich habe keine Erklärung. Ich will eigentlich nach Hause. Ich muss morgen früh aufstehen. Es ist 11:30 und auf Nachrichten wird nicht reagiert. Echt, echt krass. Also, ich bin schockiert. Ah, Nachricht. Er ist gerade erst heimgekommen. Er hat doch gesagt, er geht jetzt heim und duscht. Krieg ich Nachricht, dass er erst nach Hause geht. Aber der hat vor ein paar Stunden gesagt, dass er schon zu Hause... Nee, Nachricht hat er geschrieben, er ist jetzt zu Hause angekommen, duscht und dann meldet er sich. Ich... Keine Ahnung, warum mich sowas trifft. Wirklich, machen wir noch mehr Licht dann. Ehrlich, ganz normal, Vertrag, alles gemacht. Wir haben auch keine Probleme miteinander. Warum jetzt so kommt, da ist einer, der bezahlt mehr. Ich hab gesagt, gut, dann mach das. Na gut, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann habe ich gemeint, ja gut, dann trete ich aus dem Vertrag raus. Wenn der andere dir mehr bezahlt, dann mach das. Normalerweise kann er nicht mehr austreten. Vereinbart ist vereinbart. Ich habe keine Erklärung dafür. Es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Es ist traurig, dass man sich, obwohl ich eigentlich reingelegt werde, ich auch noch entgegenkomme von Vertrag, freiwillig raustrete, bin ich auch noch heute voll versetzt. Okay, egal. Ich, wie gesagt, 1 plus 1 ist 2 und 1 mal 1 ist 1. Die Dinge sind, wie sie sind. Ich fahre jetzt nach Hause, zur Familie. Guten Morgen. Also der gute Mann wegen der Bar hat sich gestern noch gemeldet. Er sei sehr spät von der Arbeit gekommen, wäre verschwitzt und dreckig deswegen. Hat sich mehr stattgefunden. Ich aber habe 3,5 Stunden fast auf ihn gewartet. So, könnt ihr euch erinnern, ich hatte ja eine Anzeige wegen Körperverletzung. Heute ist die Verhandlung um 11:45 Uhr und dann... 11:40 Uhr, okay. Dann, ja, ich bin eingeladen als Zeuge. Wow, danke Schatz. Und muss gleich nach Langen fahren. Dann sehen wir uns alle im Gerichtssaal. Und... Viel Glück für den anderen. Ich habe ja wirklich mir keinen Anwalt genommen, kein Schmerzgeld genommen. Die haben ja die Autos zerkratzt, Kotflügel mit Backstein kaputt gemacht, Tür mit Backstein kaputt gemacht. Patrizias Spiegel wurde damals zertreten. Einfach nur asozial gewesen. Und ja, jetzt werden die halt zur Rechenschaft gezogen. Deswegen wird die sicherlich einiges jetzt an Geld kosten. Aber wie gesagt, es ist halt so, kann man nichts machen. Die müssen daraus lernen und gut ist. Und ich werde jetzt, nachdem ich Kaffee mit Patrizia getrunken habe, Patrizia hat mir noch so schnell Käsebrot mit Salat gemacht, essen und gleich dahin fahren. Schönes Wetter. Ich muss mich jetzt beeilen, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, dass ich da sein muss. Ich nehme noch schnell meinen Ausweis, alles mit. Dann geht's los. So ihr Lieben, ich bin jetzt von Langen, Amtsgericht gerade raus. Mein lieber Mann, es wird gelogen, was das Zeug hält. Es ist ja unglaublich. Und er bestreitet natürlich alles, aber ich hätte gedacht, er hätte ein bisschen mehr Krips. Naja, gut. Er sagt zum Beispiel, ich hätte Kontakt zu Hells Angels und solche Klötze wären da drinnen in meinem Laden. Was hat das mit der Sache zu tun? Außerdem, ich habe keinen Kontakt zu Hells Angels. Wenn ich so Kontakt zu Hells Angels hätte, wären die doch nicht zu mir gekommen, hätten so auf dicke Eier gemacht. Gott, Menschen sind einfach kaputt im Kopf. Da waren auch zwei Zeugen, Falschaussagen, aber ich bin da raus und habe gesagt, ey, der sagt, weil die kennen die Bar ja auch. Euer Kumpel sagt,
Da wären Hells Angels gewesen, solche Klötze da drin, die haben sich kaputt gelassen. Ich habe gemeint, Jungs, ist klar, ist euer Freund, ihr müsst zu ihnen halten. Aber die Richterin ist so abgefuckt auf ihn, ihr macht euch strafbar, sagt das Nötigste und mehr nicht. Ich sage, ja, ja, ist alles okay. Wir haben ja auch keine Probleme mit dir, das ist kein Problem. Ja, also, ich weiß gar nicht, wie das jetzt abläuft, ob ich eine Benachrichtigung bekomme, dass was derjenige abkriegt. Und schade, ja, wir haben gedacht, wir können da jetzt zusammen für ihn sprechen, aber zwei Falschaussage zeugen und er drinnen mich so runterzustellen, dass ich nur so eine Rockergruppe gehöre. Hä? Ich? So Rockergruppe? Also bitte, ja. Naja, da hätte er sich echt andere Lügen ausdenken müssen. Gut, es ist jetzt wahrscheinlich schon 12 Uhr und ich werde jetzt Richtung zu Klaus fahren. Es ist alles okay, alles gut verlaufen. Ich bekomme sicherlich einen Brief, wie das endet und das war's. Ja, ich bin jetzt bei Klausi, wir essen gemeinsam. Er hat was vom Tonmarkt gebraucht. Füße! Er hat seine eigene nicht mehr. Doch, sein Tisch hat Klappfüße, genau, für den Tisch. Ja, einen habe ich auch. Das ist aber cool, dass man die auch so klappen kann. Ja, klar. Tolles System, man kann den Tisch dann einfach mit den Füßen wie eine Sitzbank hinter der Sitzbank verstecken. Ja. Ja, wir essen jetzt mit Klausi zusammen und lassen uns gut. Ich habe von einem italienischen Patienten den Wein geschickt bekommen, von seinem Vater. Mhm. Das muss man mögen. Ich habe eine andere Küche, probier mal. Der riecht wie kalter. Was kriegt man im Weihnachtsfest noch? Glühwein. Glühwein. Wie kalter Glühwein riecht er. Ja, das ist halt ein Wein vom Bauern. Aber riech mal, Glühwein riecht so. Ja, ja, das ist halt ein Wein vom Bauern. Ganz einfach. Ja, mal was anderes. Das schmeckt wenigstens echt und nicht so künstlich, wie man sonst so mittlerweile gewohnt ist. So. Ja, ich habe den Klaus schon erzählt von Verhandlungen. Und die Anschuldigungen, Beschuldigungen sind halt Sache für sich. Aber da ich ja schon alles direkt auf Papier festgehalten habe und was ich nie mehr machen werde, ist dieses Vertrauen, weil ich wollte ja kein Additionsverfahren einleiten, weil er dreimal da war und sich entschuldigt hat. Und jetzt hat er dargestellt, er wäre noch nie da gewesen. Also ohne Zeugen direkt werde ich sowas nicht mehr machen. Ich hoffe natürlich, dass sowas nicht mehr passiert oder vorkommen wird. Ich will absolut nichts von sowas mehr wissen. Aber dieses Vertrauen an die Menschen ist schon extrem. Wenn ihr Leute traut, den Leuten nicht, habt euer Zeugen, geht direkt zum Arzt, holt euch einen Attest. Es war natürlich mein Vorteil, dass ich direkt bei der Polizei war, am selben Abend Attest und dass das zugeklebt wurde. Ja, ich habe ja auch noch diese Aufnahmen davon. Patricia hat, ich habe sie aus Versehen angefunden, sie hat es gespeichert, wie ich sage, ruft die Polizei. Und das habe ich natürlich alles gesagt, das kann auch gezeugt werden. Mein Nachbar hat gesehen, wie er mir eine reingenommen hat. Mehrere Leute, die kann ich natürlich dazu jetzt, wenn es hart auf hart käme, dazu rufen. Und dann würde die Sache wahrscheinlich noch schlechter für ihn enden, weil er so viel gelogen hat, ja? Zumal er gesagt hat, er würde sagen, okay, es tut mir leid, was er mir in der Bar gesagt hat, versprochen hat. Es war ein Fehler. Gut, würde mein Ich ihn hoch einrechnen, auch die Richterin der Staatsanwaltschaft, würde ich sagen, euer Ehren, haben Sie Verständnis, junger Mann, war viel Alkohol im Spiel. Hätte ich akzeptiert, passiert jedem. Und, aber nein, die haben da ordentlich draufgehauen, also... Es steht ihm zu, was er als Strafe kriegt, ist rechtfertigt. Jetzt essen wir mal mit Klaus. Ganz viele von diesen Joghurtflaschen machen. War besser als das. Das ist ganz gut, aber nicht. Das geht besser. So, Hallöchen. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Hab wirklich bis eben... gewartet. Ja, ich bin von meinem Vertrag abgetreten. Er hat mir mein Geld, meine Anzahlung zurückgegeben. Ich gönn's den anderen, der es gekauft hat.
So ist das im Leben. Er hat sich sehr bedankt. Ich sehe mich jetzt gar nicht. Kleinen Moment. Also, wie gesagt, ich war bis eben jetzt da. Ich bin total kaputt, total müde. Über 4 Stunden habe ich jetzt gewartet. Er hat mir meinen Kaution zurückgegeben. Das Leben geht weiter. Ich habe damit keine Probleme. Auf Biegen und Brechen sowieso nicht. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Yeah!